Der Höchster Max Peer ist mit seinem Fahrrad in 18 Monaten 35.000 Kilometer weit gefahren. So viel schaffen Sie wahrscheinlich nicht einmal pro Jahr mit Ihrem Auto. Max Peer hat zudem noch 360.000 Höhenmeter bewältigt. Quer durch die Welt hat ihn sein Drahtesel getragen. Der braucht schon jede Menge gutes Sitzfleisch. Jetzt ist er zu Hause und er schmiedet schon neue Pläne. Max Peer bei seiner Ankunft in Bregenz. Gestartet ist er 2009 in Los Angeles in Richtung Südamerika. Ein besonderes Erlebnis waren die Anden. Das 20 Kilometer Ufer gehabt auf Schotterpiste und dann bist du schon 4000 Meter und auf einmal geht es genau wieder 20 Kilometer runter. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Vom Urwald, Vulkane, Geysire, Salzwüsten. Sein Rad hat er speziell umgebaut. Eine abgedichtete Nabenschaltung mit 14 Gängen, drei Bremsen, Tourenreifen und einen Fahrradanhänger samt Packtaschen. Gesamtgewicht bis zu 70 Kilo. Wasser und Nahrungsmittel müssen gut eingeteilt werden. Die Gegend, wo es sehr viel quasi so Straßenküchen gibt, wo man für wenig Geld recht anständiges Essen kriegt. Schwierigkeit ist schon, was für Lebensmittel überhaupt, den wir so ein paar Tage mitnehmen kannst. In Mittelamerika und in Kolumbien auf 50 Grad gehabt zum Teil. Das sind dann schon wenig Lebensmittel, die das ausheben über einen längeren Zeitraum aus. Geschlafen hat er im Zelt. Kritische Momente gab es wenige. Und wenn, dann sind es eher Tiere als Menschen. Schlangen, sind Spinnen umeinander, es sind viele Moskitos. Schlimmere waren eher nicht so gefährliche Tiere, wo man sich so denkt, das ist wirklich gefährlich, aber wilde Hunde, die zum Teil im Rudel auftretend und die jagen zum Teil Fahrradfahrer. Von Südamerika geht's nach Neuseeland und weiter nach China, wo es sprachliche Herausforderungen gab. Wir haben uns da damit beholfen, dass wir so ein Bilderbuch gekauft haben, das einzelne Bilder ausgeschnitten haben. Und mit dem bin ich halt einkaufen gegangen. Du bist oft mehr fotografiert als irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Also du gehst da rein mit dem Fotoapparat und machst Fotos von allem Möglichen und Leute drehen sich um und man hat dann Fotos von dir. Über Finnland und die baltischen Staaten erreicht er nach 18 Monaten wieder die Heimat, wo er neue Pläne schmiedet. Da ist noch ganz viel offen, wie also Skandinavien dem interessiert. So immer so im Hinterkopf schwebt, ist immer noch Afrika. Das ist immer noch so ein Ding, wo wahrscheinlich noch wieder lang im Hinterkopf bleiben wird. 100 Gusseisen.